Ach, na ja. 1200. Ja, aber... Ich habe jetzt schon den ersten Panzer. Okay, schön. Also von den Punkten her, ne? Noch nicht gekauft, aber... Also ja, noch nicht erforscht. Klar. Aber von den Punkten habe ich den ersten Panzer schon fertig. Kannst du direkt mal nachgucken. Kannst du ja schon mal den M4 erforschen. Klickst einfach auf Erforschen jetzt drauf. Dann siehst du auch immer, wie viel du danach zum nächsten brauchst. Der M4 wäre auch wieder ein... Medium. Medium, genau, danke. Das ist ein Medium-Panzer, genau. Dann bleibe ich da erstmal bei. Dann ist es erstmal der, den ich jetzt erforsche. Mhm, genau. Und dann kannst du ja einfach... Just oh, der kostet nicht viel. 350.500. Den kann ich mir jetzt schon leisten. Oh ja, tatsächlich. Das ist schon mal gut. Also nicht so übertrieben viel. Tja, dann weiter. Dann weiter. Den T1 ja. Heavy. Gucken, wie weit wir kommen. Den brauchen wir auf jeden Fall auch noch, genau. Okay, los geht's. Ersten T5-Panzer. Ja, wie gesagt, ich muss ja leider dann dich spätestens um 19:30 verlassen. Ja. Ich gehe aber ganz stark davon aus, jetzt brauchen wir, wenn ich richtig mitgezählt habe, noch 3 Siege. Ganz genau. Ja, schauen wir einfach mal, wie viel XP du da noch zusammenkriegst. Aber je nachdem, wie lange du heute unterwegs bist und das weiterhin so erfolgreich läuft, sieht das eigentlich ganz gut aus, dass du das heute fertig kriegst. Ja. Alleine der Geschichte dank Premium, ne, einfach 50% mehr. Das macht sich natürlich im Vergleich zu gestern schon deutlich bemerkbar. Oh ja. Ja, und ich würde auch ganz schwer behaupten, wenn du dann den T1 Heavy noch erforscht hast und den M3 Lead dann verkaufst, dass du dir theoretisch sogar beide leisten können müsstest. Wenn nicht, das altbewährte Spiel Premium-Panzer fahren und farmen. Ja, und die restlichen Credits zusammen farmen, genau, ja. Bis es dann reicht. Ich breche gerade so nach vorne, wir haben 2 gegnerische Leger, ne? 3 sogar. Oh. Geh raus, da weg, da, ganz weit weg. Du stehst da immer noch zu offen. Naja. Das ist jetzt hier ein Angriffs- bzw. Verteidigungsgefecht. Wir müssen die Basis verteidigen. Der Gegner hat gar keine Basis. Deswegen stellen wir uns jetzt hier einfach ja, vermeintlich sicher, sage ich jetzt mal, weil sicher bist du eigentlich nie, nirgendwo. Einfach so hin, dass wir die Gassen einigermaßen abdecken können, um den gegnerischen Vorstoß einfach so ein bisschen einzudämmen. Da habe ich auch schon den ersten Artillerietreffer kassiert, obwohl ich dachte, ich stehe ja einigermaßen günstig. Oh Mist, ich kann es gar nicht unterstützen, groß, da wo ich stehe. Das ist nicht schlimm, Hauptsache. Oh, da kam auch schon wieder die Artillerie rein. Soll ich rumfahren? Nee, kannst du jetzt nicht, weil sonst fährst du, oder fahren wir, genau in die rein. Ich gucke jetzt nochmal eben. Okay, hier ist keiner mehr. Wir fahren jetzt. Ja, okay, so viel dazu. Ja, die Artillerie hat sich halt schön auf mich eingeschossen. Es macht natürlich auch immer Sinn, als Top-Tier-Artillerie auf die Low-Tier-Panzer zu schießen. Das nervt auch gar nicht, weil das ist, glaube ich, jetzt mein zweiter Artillerietreffer von diesem Spieler. So, jetzt bleibst du einfach genau da stehen. Ich bleib hier hinterm Haus stehen. Hab ich keine Lust mehr, hier sinnlos von der Artillerie zu kassieren. Ja. Wieso ist man dicht am Haus eigentlich immer sicher vor der Artillerie? Ach, okay, man ist nicht immer sicher. Habe ich mich auch gerade gemerkt, weil... Uapala, Lux! Spät. Ja, hat was damit zu tun, wenn du weißt, von wo der Schuss kam, von der Artillerie. Warum trifft denn der mich? Weil ja diese Torbögen sind und da kann man halt durchschießen. Boah, das ist ja ein Penner. Aber du hast schon ein bisschen Aufklärungsschaden, das ist schon mal gut. Jetzt selber noch viel Damage, das wäre natürlich noch besser. Ja, grundsätzlich liegt das daran, dass das Artillerie, die kann halt nur einen bestimmten steilen Winkel schießen. Ja. Wenn du dicht an einem Haus stehst, kann er da halt natürlich nicht drüber schießen, weil die nicht im 90 Grad Winkel von oben kommen können. Jetzt gibt's aber halt ein Problem. Eine Artillerie steht hier in dem Bereich. Nein! Und die andere Artillerie stand hier. Okay. Ja, du warst wieder ein bisschen zu offensiv unterwegs auf jeden Fall. Ja, der Auftrag ist es hier, die eigene Basis zu sichern. Und ja, du hättest dich jetzt im Prinzip nur noch tiefer in die Stadt verziehen können und müssen. Achso, also in diesem Spielmodus kommen die Gegner und müssen hier rein, oder wie? Genau, die Basis ist hier auf der Echo 9. Ist ja relativ mittig und westlich gelegen. Ja. Ja, und die starten jetzt halt von den Startpunkten 1 und 2, die in rot markiert sind auf der Minimap, und versuchen jetzt aus allen Himmelsrichtungen natürlich, ja, entweder uns alle zu zerstören oder halt die Basis zu erobern. Ja, man sieht's, 10-0 sind sie auch schon. Naja. Also, es ist nicht ohne, gerade jetzt mit 3 Artilleries hier im Gegnerteam oder auch mit unserem Team. Oh, ja. Artilleries haben es halt schon hinter sich. Die stehen gut, die können relativ gut auf die Verteidigungspunkte hier schießen. Ja, damit hilft nur noch in Bewegung bleiben und hoffen einfach nicht getroffen zu werden. Okay. Aber jetzt haben wir es wieder ausgeglichen, jetzt steht 7-7.
bin da guter Dinge. Oh, sehr guter Treffer. Sehr guter Treffer. Und komm, und zack, weg. Komm. Ja. Das war schon mal gut. Ja, größte Probleme sind nach wie vor, genau, da war es nämlich wieder, die Artillerie. Mhm. Das ist wirklich hier, das sonst gerade das Leben schwer macht. Los, komm, den kriegst du auch noch. Und komm, komm, komm. Ah, ja, sehr gut. Sieht gar nicht mal da, so schlecht aus. Ja, den Tag nicht vom Abend loben, weil die sind jetzt noch mit drei Full-Life-Panzern jetzt an der Base. Versuchen jetzt auch den Cap. Macht im Moment wenig Sinn, weil dafür sind auch noch zu viele in der Nähe der Basis. Unser Lux, der ist jetzt unterwegs und versucht die gegnerische Artillerie zu zerstören. Ja. Die erste hat er gleich. Zack. Ja, die andere steht irgendwo auf dem Startpunkt 1. Das war's doch jetzt, Mensch. Und teilt da weiter ordentlich aus. Und wenn sie jetzt die beiden dann erledigen... Also muss der Lux jetzt nach oben fahren, ne? Die nächste Artillerie. Genau, der Lux muss jetzt nach oben fahren. Ich zeige ihm das jetzt auch mal an, weil der sucht hier verzweifelt. Ja, damit die schon mal raus ist und die Jungs sich hier nicht mehr die Sorgen drum machen müssen, dass sie jedes Mal von der Artillerie zerstört werden. Mal blöd gefragt, woher weißt du, wo die Artillerie steht? Das liegt daran, dass ich von der getroffen wurde und ich habe den Gefechtsanzeiger, wie du auch. Der zeigt mir dann an, aus welcher Richtung der Schuss kam. Und da die eine oder die beiden, die hier unten standen und geschossen haben, tot sind, ja, kann nach Adam Riese die Artillerie nur noch da oben sein. Okay. Das ist einfach Ausschlussverfahren, ne? So, ja, jetzt ist nur die Frage der Zeit da. Jetzt ja, hat er sie endlich gefunden. Er hat schon den Dreh wieder um. Gott sei Dank. Okay, wieder nicht sonderlich stark von uns beiden die Runde, aber... Fünffache XP ist fünffache XP, ne? Ja, richtig. Was ich dir auf jeden Fall noch empfehlen kann, wie gesagt, je nachdem, wie gut dein Fortschritt heute ist... Und ob du den zweiten Panzer noch freischalten und kaufen kannst, mach auf jeden Fall noch beide Tagessiege dann fertig, weil fünffach XP in einem Stocktank, also komplett Basismodell, sage ich mal, bringt dich natürlich auch schon wieder um einiges vorwärts. Ja, ich habe gerade den 50. Sieg eingefahren. Ja, ein Traum. Ja. Gestern waren wir, glaube ich, noch bei 30, ne? Ja, wir haben eben gerade in den zwei Gefechten schon 20 Siege gemacht. Nein, ich meine in den nachfolgenden gestern, also es war dein letzter Erfolg zu gestern. Nee, ich glaube 20. und 30. Panzer erforscht. Ach stimmt, die Geschichte. Mhm. Ja. Wie sieht's überhaupt aus? Hast du deine Garage weiter entmüllt oder sagt Wargaming immer noch nein? Ja, gute Frage. Nicht bereit. Nee, darf ich jetzt nicht. Nee. Achso, ja, weil taktische Einheit ist, genau. Ja. Fahren wir weiter. Machen wir dann danach. Ja, genau. Der Gebrauchtwagenhändler dürfte wieder geöffnet haben. Ja, ich denke, das ist einfach... Also Wargaming hatte eine Zeit lang auch relativ schwer damit zu kämpfen, dass Accounts gehackt wurden. Oh, okay. Ja, und dann wurden halt die ganzen Panzer verkauft und also inklusive der Premium-Panzer und dann wurde der ganze Quatsch halt auf eBay angeboten. Mhm. Und ich denke, das ist einfach nur so eine Sicherheitsfunktion, dass sie sagen, ja okay, selbst wenn er jetzt gehackt wurde, lass ihn halt 5-6 Panzer verkaufen, aber dann ist erstmal Schluss. Ja. Einfach nur, um dem Ganzen halt erstmal einen Riegel vorzuschieben und dann hat man ja auch wiederum Zeit, darauf zu reagieren. Vorausgesetzt natürlich, das ist ein gehackter Account. Richtig. So, viele Tier 4 Panzer und 5 Fünfer pro Team. Jo. Standardgefecht. Ja, wir zwei Basen erobern oder alle zerstören. Hier relativ tricky, 6 Jagdpanzer im gegnerischen Team, die sich unter Garantie in dem Bereich hier aufhalten werden. Okay. Wir werden trotzdem wieder versuchen, die Stadt zu unserem Vorteil zu nutzen. Ja. Guck mal auf dem Namen vom Churchill 3. Ja, sehr ablenken. Gut. Der Hodentroll. Und Steamphone hasst die Hellcat. Ja, die ist natürlich bitter, gerade wenn man... Nach oben? Sascha, nach oben oder in die Stadt? Nee, in die Stadt. Wie gestern, wie ich dir gezeigt habe. Okay. Diese Gasse gehört dir, da links am Haus angelehnt, sodass rechts nur noch deine Kanone rausguckt. Und dann ja, hoffen, dass die Gegner die Fehler macht und halt einfach dir vors Rohr fährt. Apropos vors Rohr, links neben mir der Hodentroll schon wieder. Na komm, genau, der wird uns auch, glaube ich, weiter verfolgen hier. Selbst der Hodentroll ist schneller als ich. Ja. Mhm. So, ich hoffe, ich bin richtig. Diese Gasse hier meintest du. Richtig, genau.
Ein weiter noch. Ja. Das ist über die Brücke rüber. Ist immer relativ schwer vorauszusagen. Es gibt aber grundsätzlich in der Stadt nur zwei Übergänge, um die hauptsächlich Kämpfe. Das ist einmal der hier und einmal der hier. Ja, und der Mensch ist natürlich meist faul, trotz Panzer. Und meistens kloppen die sich hier um den ersten Übergang, weil keiner Bock hat, über den oder bis zum zweiten hinzufahren. Ist jetzt hier nicht der Fall, hier kommt keiner. Wir fahren jetzt einfach dem Hodentroll hinterher. The one and only. Genau. Und ja, ist natürlich ein schwerer Panzer der Stufe 5, also eine Stufe über uns. Mit 700 Life Points kann der auch einiges ab. Ja. Ich habe gegen noch KV-1 gefunden, der hat sich hier ein bisschen nach dahin verirrt. Nichtsdestotrotz fahren wir erstmal weiter in Richtung Basis, hoffen, dass wir hier noch den einen oder anderen Panzer vielleicht aufklären. Weil der KV-1 wird für uns noch wieder ein hartes Stück Arbeit werden. Er zieht sich jetzt auch langsam zurück, er steht hier in der Gasse, er kommt raus, Feuer und gebounced. Na, du bist direkt vor mir. Ja, versuch mal hier mit vorzukommen, stell dich einfach neben mich. Kann auch sein, dass er jetzt nicht mehr rauskommt. Oh, ich sehe seine Kette so ein bisschen. Oder kann ich keinen Schaden machen? Eben, aber maximal ziehen, genau. So, jetzt will es natürlich jeder wissen, sollen sie sich alle auf den stürzen. Drauf achten, stopp. Das ist Wasser, ne? Nicht, dass du dich da gleich gut, dass du sagst. Ja. Oh, ich wurde gespottet. Ja, fahr zurück. Das ist jetzt, wird einer von den TDs gewesen sein, von den gegnerischen. Die, ja, wie gesagt, hier in dem Bereich irgendwo stehen werden. Kannst du noch ein Stückchen? Ich sehe dich gerade nicht. Na klar. So, dann würde ich jetzt hier auch kurz einmal. Na komm. Häuser. Starre Turm. So, jetzt. Hui. Ja, der KV-1 tut uns noch nicht den Gefallen, dass er hier nochmal rauskommt. Ich fahre jetzt immer ein Stück vor. Ich habe zwar auch schon kassiert. Ja. Ja, da kommt aber schon die Stufe 4 auch wieder angefahren. Wir fahren erstmal weiter. Auf aufpassen hier, dass du nicht hier runterfällst. Habe ich so eine. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Und schon wieder gespottet. Ja, okay, ich komm nach. Ja, einfach erstmal nachrücken. Solange du keinen Treffer kassierst, ist das okay. Fährst dann erstmal in die nächste Deckung. Dann nicht Vollgas runterfahren. Nein! Genau. An dem Karussell vorbei. Mit der Handbremse rum. Die Sturmgeschütz 4 steht ja schon. Und ich kassiere auch ordentlich. Ja, und jetzt war es auch noch zusätzlich die Artillerie. Also die 85 habe ich dir aufgeklärt, ich habe dir... Ich mache keinen Schaden bei der. Schießen. Yeah. Jetzt habe ich Schaden gemacht. Ja, und versuche noch in Deckung zu kommen, wenn du nicht gekündigt kriegst, weil sonst hol ich gleich die Artillerie ab. Ja. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Achso, hier, scheiße. Ja, genau. Die Geschichte. Richtig. Ah. Ja, war jetzt halt relativ klicklich gescheitert, weil, ja, es kam nur eine KV-1 in der Stadt. Wir sind natürlich jetzt auch unintelligenterweise da in die gegnerischen TDs reingefahren. Blöd gelaufen. Ich glaube, wir schauen mal dem Hodentroll zu. Genau. Er hat es verdient bei dem Namen. Was fährt der eigentlich? Das ist ein Churchill 3, das ist ein Premium-Panzer der Stufe 5. Ah, okay. Ja, ist halt die Frage, ob man das. Also ich mag die Spielweise halt nicht mehr. Sind mir zu langsam einfach die Panzer. Ja, auch wie man sieht, auch relativ anfällig. Zack, da hat das auch schon hinter sich. Ja. So wie das restliche Team mit Sicherheit gleich. Ja, stimmt, die Runde machen wir nicht. Nee, eher nicht. Also, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Oh, die Stuck 4. Das ist auch von der Kampagne der erste Panzer dann, ne? Richtig, genau. Ja, und du wirst halt auch merken, mit den steigenden Tierstufen werden natürlich dann die Aufträge auch immer einfacher. Oh, ehrlich? Ja, weil, wenn du es jetzt zum Beispiel das. Die Zugmission nimmst, die wir gestern schon mal versucht haben, die Zugmission 14, im Zug oder alleine halt 2000 Schaden zu verursachen. So ein 5er Panzer, der verursacht natürlich schon generell mehr Alpha-Schaden. Auf jeden Fall mit der größeren Kanone. Und da kommst du natürlich leichter dann an die benötigten Schaden ran, um die Mission halt abzuschließen. Ja. Oh, ein Marder. Die natürlich mal abgesehen, von den Credits und an diverse andere Bonis bringen, bringen die dich halt einfach weiter an den Kampagnenpanzer. Ja. Boah, macht das. So, da waren es nur noch zwei. Der Marder 38T hat auch schon einen Teamkill begangen. Zack. Ich habe leider keine Reports mehr heute feiern, das hätte dann noch. Und das war's. Herzlich von mir einen Report gekriegt. Denn das war definitiv kein Versehen. Ja, gestern habe ich auch ganz oft die Steamfaun gemeldet. Aber nur, weil sie besser war als du. Ja. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Die, ne? Muss cheaten. So, und weiter. Ja, echt schwache Runde, leider Gottes. Ja. So, jetzt aber.
Küste. Und ein Haufen Leithengs dabei. Aber wir sind ausnahmsweise mal top hier. Oh, Tatsache. Wir stehen ganz oben. Oh, sogar Dreier. Okay. Genau. Ich vermute ganz stark, dass die über diesen Bereich hier angreifen werden. Und teilweise auch über die Mitte. Ja. Wir bewegen uns nicht weiter als zu diesem Dorf. Na, danke, dass jetzt andere blieben, deswegen kannst du das nicht sehen. Hier werden wir uns positionieren. Jawohl! Bravo 4. Ach, ja, das bin ich nicht. Bravo 4, danke. Wir fahren jetzt bis zu Bravo 4, suchen uns da eine Deckung. Erstmal an den Häusern, weil auch wieder zweimal Artillerie im Spiel ist. Ja, und hoffen einfach, dass die uns da in die Arme fahren. Okay. Weil, wenn ich jetzt gucke, da ist ein gegnerisches Platoon unterwegs mit drei Luchsen. Ja, das wird schon hart genug, die erstmal in den Griff zu kriegen. Ich sehe schon die ersten Leute im Stream. Hä? Der Marder 38 hat mir die Kette abgeschossen. Ja, weil er doof ist. Einfach reporten. Einfach reporten den Blödmann. Brauchst jetzt auch nicht reparieren, heb dir das lieber auf. Toll, habe ich jetzt. Ja, es ist nicht schlimm. Hast ja noch 90 Sekunden Abklingzeit. Ja. So, dann folg mir mal unauffällig. Du bist ein bisschen weiter links von mir. Das ja, ist ich komme. So. Diese Richtung gar nicht weit, dann sind wir auch schon da. Noch ein bisschen weiter vor, weil da stehst du nicht Artillerie sicher. Okay. So, jetzt schmeißen wir hier noch für uns die Bäume rum. Zack. Oh, das ist schon der erste. Kommt auch schon der erste Lighthang, genau. Zweiter Baum. Ein bisschen weiter vorziehen können wir noch. Oder ist auch schon der erste Lux. So, und hier bleiben wir stehen. Hier bleiben wir stehen. Du kannst hier in Richtung des Valentine gucken, der vor uns steht und das auch gleich schon wieder hinter sich hat. Ah, da ist links schon. Den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Ja, macht nichts. Bleiben hier auf jeden Fall sicher stehen, weil die kommen jetzt mit allem, was sie haben. Na, komm. So, da kommt schon der zweite Lux. Jetzt müssen die Lux aber treffen mit dir. Ja. Der muss auf jeden Fall raus. Der kommt jetzt auch rumgefahren. Der muss dir gehören, Julian. Komm, gib Gas. Jawohl, den haben wir schon mal. Jetzt kommt der Panzer 1C hinter uns rum. Oder auch nicht. Jetzt kommt noch der Lux von rechts. Oh nein. Ja. Nein, und ich verfehle auch noch. Ja, und das war die Artillerie. Oh, das ist der nächste. Komm. Ich habe wieder nicht dicht genug am Gebäude gestanden. Ja, das war aber klar, dass die uns hier wirklich machen. Oh, Mist. Die haben unser Bestes gegeben, die verteidigt. Ich habe zwei ja, andere Lux ja, von der Seite. Das war's. Oh, von allen Seiten. Ja. Oh, schade. So, das ist unser Team aber auch schon an der gegnerischen Basis. Ich rechne uns trotzdem leider wenig Chancen aus. Aber die Position war ganz interessant, die du uns da ausgesucht hast. Ja, das ist halt das Einzige, was du machen kannst, wenn du siehst, dass das gegnerische Platoon so unterwegs ist, wie sie unterwegs sind. Und wir haben halt mit diesen langsamen Kisten einfach auch da keine Chance, da in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Einfach nur hoffen, dass wir sicher und gut treffen. Ja. Ich habe jetzt ein paar Mal verfehlt natürlich, leider Gottes, aber... So, der Panzer 1C sucht hier weiter die gegnerische Artillerie, die mich gerade getötet hat. Kann eigentlich Rache nehmen. Und zack, jetzt fliegen sie wie die Fallen. Jetzt fallen sie wie die Fliegen. Heute ist alles verkehrt herum Tag. Ja, genau. So, jetzt ist unsere Artillerie aber auch gleich hinter sich. Leider Gottes, ja. Na, das war's. Da ist es gelaufen. Ja, schade, mehr war nicht drin, aber wie gesagt, wir haben das gemacht, was wir konnten. Mehr war einfach nicht zu holen. Richtig, leider. Dafür kam dann doch der geballte Angriff zu stark über die Bravo-Position. Oh, sehr schön. Ja, okay, die Runde ist verloren. Die ist ganz eindeutig verloren, ja. Zack, da ist den nächsten zerlegt. Und das ist der letzte jetzt wieder, Neo. Ja, doch, schade. Der ist jetzt auch unter sich. Ich dachte, einen kriegt er noch, aber... Ba-ba-baum. So, schade, dass unsere Siegeserie so ein bisschen abgerissen ist.
Jetzt aber. Jetzt kann es ruhig mal wieder mit dem Sieg weitergehen. Ja? Genau, wir wollen es so ein bisschen spannend machen. Ja. Zack. Los geht's, nächste Runde. Jo. Der Erlenberg. Oh, auch noch als Angriffsgefecht. Ja, auf der Karte sehr unangenehm hier anzugreifen. Okay. In dem Gefechtsmodus. Ganz einfach aufgrund dessen, dass die hier viel Spielraum haben, in dem Bereich sie zu verstecken. Mhm. Dreimal Artillerie zusätzlich auch noch im Spiel. Das heißt, fahren wir zack, Brücke, zack und dann nach oben oder wie machen wir das? Ich würde erstmal ganz außen rum fahren, da wir, also das hier ist alles freie Fläche. Nulllinie oder was außen rum meinst du? Genau, wir fahren jetzt hier über die erste Brücke gleich, oben an der Burg vorbei. Ach so. Und dann, ja, versuchen aus der zweiten Reihe zu schießen, weil sonst, andernfalls haben wir keine Chance. Also Artillerie safe stehen wir hier nirgendwo. Okay. Außer wir würden campen, aber diese Angriffs- bzw. Verteidigungsrunden gehen halt immer nur 10 Minuten. Deswegen haben wir davon herzlich wenig, dann lieber kämpfen und leisten, was halt geht. Wir können auch mal eine andere Taktik ausprobieren. Wir können mal hier lang fahren. Wo lang? Wir fahren einfach mal hier den inneren Weg lang am Fluss. Okay. Einfach mal gucken. Einfach mal was Neues ausprobieren. So machen wir das. Auf jeden Fall halt nicht, wie gesagt, über die freie Pläne fahren. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 4 leichte Panzer dabei. Das ist auch schon der erste. Der hätte uns jetzt nämlich gnadenlos gespottet. Genauso wie der Lux. Ja, den kriege ich nicht da hinten. Durchbruch Wagen 2, nee, da kommen wir noch nicht ran. Aber wir können dann von hier. Ich wollte gerade sagen, wollen wir hier bleiben irgendwo? In der Ruine? Ja, ja. Wie so eine Art Keil dazwischen treiben. Sodass sie sich halt nicht mehr zurückziehen können. Erstmal einfach weiterfahren, lang und schmutzig. Ich kann erstmal uns nichts passieren. Was sagst du so? Sind noch nicht aufgeklärt. So, da fährt der Lux aus offenem Feld. Das ist ein Fehler. Aus der Ruine raus und dann Schaden. Schaden machen, was geht. T-34, Lux. Alles Ziele, die offen sind. Die jetzt auch kassieren müssen, natürlich. Ich schieße gegen die Wand. Na komm, 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 komm. Die treffe ich nicht. Sehr gut. Und weg ist er. Ja, super. So, jetzt fahren wir weiter durch. Immer schön hier an der Gewässerkante bleiben. Na, kommt. Ah, da steht noch Panzer 4 Delta. Ein Hetzer kommt auch noch quer gefahren. Von wo? Auf der gegenüberliegenden Uferseite. Ah ja, ich sehe. Ja. Jetzt habe ich mich hier richtig in Schwierigkeiten gebracht. Okay, wenn du aufgeklärt sein solltest, bleib auf jeden Fall in Deckung, weil die sind hier alle auf unsere Richtung eingeaimt. Hoffen wir mal, dass das restliche Team ja auch noch was leistet. Und wo ist er hin, der Hetzer? Oh. Okay, der ist weg. Hinter uns war so ziemlich safe. Ja, okay. Da war der Hetzer mal wieder. Der hat mich jetzt natürlich rausgenommen. Schade, schade, schade. Ich hasse es. Genau deswegen spiele ich kein Low-Tier mehr. Genau deswegen spiele ich nicht Low Tanks. Ja, Vorsicht, riskiere auf jeden Fall nicht zu viel, sonst macht der Hetzer dich auch. Auch der Hetzer versenkt sich gerade. Sehr gut. Ich glaube nämlich nicht, dass der es noch schafft, da hochzukommen. Ja, fahr mal weiter erstmal drauf. Der Hetzer, wenn er es durch den Fluss geschafft hat, steht jetzt hier auf der Insel. Auf der kleinen Flussinsel, die da vorhanden ist. Ja, da steht er auch schon. Und verhau ihn, los. Komm, und nochmal komm. Ja, super. Komm. Und eine Wanne zielen, genau, super, schönes Ding. Der ist okay, weg, ne? Jetzt sofort weiterfahren, ja, weil du bist definitiv aufgeklärt. Ja. Auf jeden Fall Gas geben jetzt. Aufpassen, hier in dem Bereich könnte es passieren, dass auch der Panzer 4 Delta auftaucht. Ah, da ist er auch schon. Oh Mist. Vorbeigeschossen. Und nochmal kommt jetzt. Ja. Ja, super. So, jetzt kommt er rechts gleich raus. Ah. Na, komm. Grille, das ist noch einer. Ja, die Grille kommst aber eh nicht ran. Und der 4 Delta, der wird sich da jetzt nicht mehr rauswagen. Vielleicht noch einmal, aber... Nee, ich glaube, ich fahre jetzt weiter. Ja, ist eine gute Idee, weil... Da kommt er schon. Fährt er wieder raus. Aber die Stuck 4 kannst du, glaube ich, nicht treffen. Die steht zu weit hinten, oder? Schieß ich blind. Nee, dann wenn du sie nicht treffen kannst, also wenn du den Panzerumriss nicht sehen kannst... Dann nicht, kannst du ihn noch nicht treffen. Ja, ja. Da ist der 4 Delta wieder, der fährt da immer noch quer. Oh nein, ich wurde gespottet. Haus. Ja, halb so wild. Ein Haus.
Ne, jetzt gibt's keine Artillerie mehr. Ja, ich wollte irgendwas an Deckung haben. Das ist gut, da kommt doch der Fidel. Komm, genau so. Jetzt hast du ihn. Ja. Zack. Schönes Ding. So, jetzt fährst du weiter dem Lux hinterher. Der wird da auch gleich noch weiterhin die Gegner aufgeklärt halten. Fährst hier über die Brücke rüber. Suchst dir dann aber erstmal die erste Deckung, weil du auch nicht mehr so viele Lebenspunkte hast. Richtig, ich fahr auch außen lang. Jo, die Runde machen wir doch. Ja, siehst du, auch eine richtig starke Runde von dir auf jeden Fall. Dankeschön. Das dürfte richtig XP bringen gleich. Ich habe ja auch einen schlauen Mann im Ohr. So. Oh nein. Ja, bleib erstmal in Sicherheit stehen. Da ist Stück 4 aufgeklärt. Zack, die muss dir gehören jetzt. Komm. Ja, schönes Ding. Und komm. Ich sterbe jetzt. Das überlebe ich nicht. Na komm, nochmal. Schieß nochmal blind rein. Nochmal. Vielleicht steht er da immer noch. Ja. Tatsache, zerstört. Blind. So, und jetzt fährst du in die Base rein. Der Churchill und die Su-85 können dir nicht gefährlich werden. Stellst dich jetzt hier ganz dicht ans Haus, genau. Und bleibst einfach stehen. Das würde jetzt keinen Sinn mehr machen, klar. Grundsätzlich bringen Kills bzw. Schaden natürlich mehr XP. Aber ich hoffe, ich überlebe die Runde. Die Tatsache ist aber, der Churchill ist hier hinten. Ach, die Su-85 auch, ja. Dann kannst du es jetzt ganz sicher durchkappen. Soll ich mich hier... Mich ja hier am besten noch... Ach nee, warte, schleppe ich hier rein. Du kannst ja auch lustig Hände klatschen im Kreis fahren. Das macht jetzt nicht mehr den Unterschied. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Weil die sind beide so weit hinten und so langsam, dass keiner von den beiden mehr auch nur im Ansatz die Chance hat, die Cap-Punkte zu resetten. Ja, Churchill hättest du zum einen sowieso wieder Probleme, den zu penetrieren. Richtig. Und bei der Su-85 ist halt die Geschichte, ja, es ist ein TD. Wenn er sich irgendwo hinstellt und versuchst, ihn zu jagen, er klebt dich zuerst auf, macht er dich kalt. Warum fällt er jetzt raus? Das waren noch 20 Sekunden. Ah, lass ihn. Das ist, umso mehr Cap-Punkte gibt's für dich. Na, das stimmt. Noch 45 und, Sekunden. Alles gut. Wie gesagt, das schaffen die niemals mehr in der Zeit. Niemals. Was sagst du so? Wenn die anderen drei Mann in unserem Team das noch schaffen, die zu töten, schön und gut, aber ja. Wie gesagt, wenn nicht, sitzt halt mehr XP für dich. Weil ja. Viel Schaden und Basis erobert. Sehe ich meinen Schaden jetzt irgendwo? Ja, wenn du mal ganz guckst, links neben deiner Modulanzeige und deiner Lebenspunktanzeige, siehst du einmal ganz oben den Schaden, darunter den abgewehrten Schaden und darunter an der dritten Stelle den Unterstützungsschaden. Alles klar, danke. Unterstützungsschaden hast du halt keinen. Ja, darunter siehst du halt die Treffer, die du verursacht hast. Ganz oben neben der Teamliste siehst du den Schaden, den du selbst kassiert hast. Von wem, mit welcher Munitionssorte und so weiter. Okay. Ja. Happy Birthday. Gegnerische Basis erobert. Und jetzt gucken wir mal, weil das sollte jetzt schön gescheppert haben. Hoffentlich, hoffentlich. XP.